Gründonnerstag, der Sportplatz des TSV Lehnanz an der Richard-Müller-Straße, Fußball-Hessenliga, das Osthessen-Derby. Der TSV Lehnanz empfängt den SV Bochonia Flieden, der Tabellendritte trifft auf den Tabellenneunten. Die Lehnanzer, die liegen 4 Punkte hinter Bayern Alzenau. Der Tabellenzweite hat allerdings bereits 3 Partien mehr bestritten und so kann sich der TSV heute ganz nah heranschieben und sich eine glänzende Ausgangsposition für die nächsten Partien sichern. Die Fliedner, die wollen hier im Derby erneut gut aussehen und etwas Zählbares mit nach Hause nehmen. Anstoß um 6:15, offizielle Zuschauerangabe 900. Die 7. Spielminute, es gibt Eckball für die Gastgeber, Marius Strangel führt aus, André Vogt zieht nochmal ab, der Ball wird abgefälscht und geht am Kasten von Fliedenskeeper Lukas Hohmann vorbei. Die Gäste stehen sehr gut, die Lehnerzer, die können hier nicht wie gewohnt kombinieren. Jetzt eine knappe halbe Stunde gespielt, Eckball für die Bochonia durch Marc Götze. Zunächst geklärt, dann Marc Röhrig, der zieht einfach mal ab und sein Schuss geht ganz knapp am Kasten von Aykut Bayar vorbei. Weiterhin verteilte Spielanteile, jetzt wieder der TSV Lehnerz, Patrick Schaaf. Dann Patrick Proschke, der mit der Flanke und da steht Niklas Odenwald in der Mitte völlig frei. Die 37. Spielminute, es steht 1:0 für den TSV Lehnerz. 4 Minuten später wieder die Gastgeber Patrick Schaaf auf die linke Seite. Alex Reit. Reit mit der nächsten Flanke und völlig frei. Marius Strangel vor dem Kasten. Der Ball allerdings nicht ganz einfach zu nehmen. Sein Schuss geht drüber. Es bleibt beim 1:0. Nochmal 2 Minuten später. Es gibt Freistoß für Flieden. Fabian Schaub und ein strammer Schuss und eine Glanzparade von Aykut Bayar. Mit der 1:0-Führung des TSV Lehnerz geht es dann auch in die Kabinen und die Gastgeber in der zweiten Hälfte gleich wieder im Vorwärtsgang. Marius Strangel, Jan-Niklas Jordan und Alex Reit mit dem Kopf. Der kleine Wirbelwind des TSV plötzlich ganz groß. Die 56. Spielminute, Alexander Reit und das 2:0. Drei Minuten später wieder Lehnerz, Yushin Yom auf Patrick Proschke, der Ex-Thalauer. Auf und davon Proschke gegen alle, Proschke ins Tor. Die 59. Spielminute, das 3:0. Wenig später der nächste Fehler in der Fliedener Hintermannschaft. Mario Strangel holt sich das Leder, sieht Patrick Proschke und er hat keine Mühe, den Ball einzuschieben. Die 64. Spielminute, das 4:0. Jetzt noch eine gute Viertelstunde zu spielen. Es gibt Freistoß für die Gastgeber. Antonio Bravo Sanchez läuft an, zirkelt den Ball in den Kasten. Die 73. Spielminute. Bravo Sanchez, Bravo in den Kasten. Es steht 5:0. Jetzt die 84. Minute. Der Ball kommt zu Christian Bohl. Der zieht ab. Noch einmal eine Glanzparade des Lehnerzer Keepers Aykut Bayar. Wenig später pfeift Schiedsrichter Timo Flodacak aus Bebra die Partie dann auch ab. Der TSV Lehnerz schlägt den SV Bochonia Flieden mit 5:0, bleibt Tabellendritter, liegt aber nur noch einen einzigen Zähler hinter dem Tabellenzweiten Alzenau, der schon 2 Partien mehr bestritten hat und auch nur noch 4 Punkte hinter Tabellenführer Dreieich, der eine Begegnung mehr bestritten hat. Flieden bleibt Neunter. Wichtig war, dass wir hier in Führung gehen. Und machen dann eigentlich kurz vor der Pause, haben wir eine Riesenchance, das zweite Tor zu machen. Das haben wir leider verpasst. Dann haben wir es dann in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Das war so eine kleine Vorentscheidung. Und wo wir dann das 3:0 gemacht haben, dann haben wir das Ding hier ganz solide zu Ende gespielt.
was jetzt da absolut wichtig ist für uns. Wir haben jetzt 50 Punkte. Letztes Jahr haben wir die Runde verlassen mit 49 Punkten. Sind wir jetzt schon besser, als wir waren. Und wir gucken aber weiter von Spiel zu Spiel. Wir waren 20 Minuten nach Wiederbeginn der zweiten Halbzeit überhaupt nicht auf dem Platz. Und da muss eine Mannschaft mit der Klasse, die sie individuell definitiv haben, dann auch so eine Schlafmützigkeit von uns ausnutzen. Und das haben sie gemacht. Ob wir wirklich 5 Tore schlechter waren, das stelle ich jetzt hier mal in den Raum. Ich denke nicht, aber ja, wir haken das jetzt hier ab und wünschen Lenartz für den weiteren Saisonverlauf alles Gute. Ja, und gucken nur auf uns. Es wäre sein Rhythmus, als gäbe es ein Lied.